Was ist es? Hallo, hallo zusammen. Willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Mama Yu. Heute lerne ich das Fertigen von Kläusern. Ein sehr wunderschönes Handwerk. Ich bin seit Tagen schon sehr gespannt. Jetzt nichts wie losgehen. Kläusern, auch Zellen einmal genannt, entstand im 13. Jahrhundert und wurde in den letzten mehr als 600 Jahren vorwiegend in der Hauptstadt der Kaiserreiche Lian, Ning und Qing überliefert. Bei der Arbeit, die wir heute erledigen müssen, verwenden wir ein vereinfachtes Verfahren, um uns auf das Löten von dünnen Metalltreten, auf eine Trägeplatte und das Bemalen der Farbfelder mit Glasflößen zu konzentrieren. Dieses Kunsthandwerk profitiert mit der Zeit auch davon, dass verschiedene Malrichtungen und kreative Produkte hinzugekommen sind. Das Bild sieht sehr fein und schön aus, aber ich finde, dass es schwierig zu machen ist. Dann werde ich mal fragen. Guo 老师, 我看这画特别漂亮，但是我觉得有点难，对我来说，我也想学。 没关系啊，咱们传奇馆呢，就是把这个传统的技艺提取的精髓的同时呢，结合现代人审美生活的这种小作品。你可以选择一款什么呢？金丝珐琅的铜镜，2到3小时之内就能够绘制完成。OK， Herr Guo sagte mir, dass ich ein kleines Bild in etwa 2 bis 3 Stunden fertig machen kann. Oh, das ist sehr toll. Und ich kann einen kleinen Spiegel machen. Und dann werde ich mal versuchen. Es gibt so viele unterschiedliche Muster hier. Sie sind alle sehr schön. Aber ich weiß nicht, welches ich davon auswählen soll. Ah, mein Sohn Jackie liebt Blumen sehr. Ich entscheide mich dann für dieses Muster mit einer Blume. Diese Blume gefällt mir sehr und diese Farbe gefällt mir auch sehr. Herr Guo sagte mir, dass ich zuerst mit einer Kopiepapier und dieser Muster auf den Spiegel übertragen. Wow. Fertig! 那么接下来这步呢，咱们就用这个手里的小胶皮哈，然后呢把它倒过来，沿着你这个线条的印记啊，轻轻的涂抹。Zweitens sollen wir diese Kleber entlang der Linie auftragen. Oh, es ist so klebrig, diese Kleber. Das ist sehr interessant. Ich habe endlich die Farbe schon alles aufgetragen. Die Farbe sind sehr, sehr schön. Es gefällt mir sehr. Jetzt warten wir, bis es ganz trocken ist und es dauert etwa 20 Minuten. Sehen Sie auf diese Wände, es gibt so viele Motive für diese traditionelle Kläusernkunst. Man kann also Fotos, Kartons oder Haustiere dafür verwenden. Neben diesen Bildern kann man auch dekorative Gegenstände für das Alltagsleben, wie zum Beispiel Spiegel oder Handyhüllen,
fertigen. Endlich ist es trocken. Mein Werk ist fertig. Wie finden Sie meinen Spiegel? Ja, so beeindruckend und sehr feine Cloisonkunst. Ich hoffe, diese traditionelle Kunst können weiter verbreitet werden und in unserer modernen Zeit immer beliebter sind. Ich freue mich, wenn Sie mich abonnieren und Like geben und Kommentare hinterlassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.